Immer der ist locker, so lustig. genial, witzig. Wir haben den in Magdeburg erlebt. Der hat so eine Stimmung gebracht. Das ist unbeschreiblich genial. Der ist nicht viel größer. Also. Klein und etwas korpulent. Hat graue Haare, so gewellt. Und was er singt, gefällt mir auch sehr gut. Macht relativ gute Schlager, ja. So ein bisschen schnulzige Schlager hat er gemacht. Adios, Amor. Die berühmten vier Worte, oder ob das das gleiche Lied war, weiß ich jetzt nicht. Die berühmten drei Worte, ich liebe dich. Sie haben sicherlich natürlich längst erkannt, um wen es dabei geht. Natürlich um den großartigen Andy Borg. Herzlich willkommen. Servus, hallo. Schön, dass du da bist, Andy. Ja. Ich freue mich, dass die Leute so reagiert haben. Bevor wir jetzt dazu reden anfangen, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Damit du vom Genick her nicht Probleme kriegst. Sehr schön. Oder? Ehrlich mal in die Augen gucken. Das hätte ich auch bei David Hasselhoff gemacht, aber da gab es nicht so ein hohes Ding, wo ich mich draufstehe. Andi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich bin ganz sicher, viele unserer Zuschauer werden sich auch freuen, denn eigentlich hättest du schon längst mal hier sein müssen. Du bist ja quasi von Anbeginn an beim MDR-Fernsehen mit dabei. Oh ja, und das sehr gerne, ja. Ganz viele Zuschauerinnen haben sich vor allen Dingen gewünscht, dass du hier bist. Zum Beispiel Karin Burgold aus Stadtroda, Elli Kochan aus Lübben und Marian Hollmann aus Markleberg. Und die hat uns auch einen wirklich zauberhaften Brief geschrieben, okay, in dem du eine Rolle spielst, aber auch ihr Haustier. Das ist die Schrift meiner Frau. Nein, ist nicht. Ich weiß nicht, wo du überall Frauen sitzen hast, ob auch in Markleberg. Wir erfahren hier eine ganze Menge. Bevor wir diesen Brief vorlesen, ja? Lassen wir dich erst einmal zu Wort kommen. Was soll ich denn sagen? Nichts. Wir lassen ihn singen, meine Damen und Herren. Die berühmten drei Worte. Psst. Wiedersehen macht Freude. Geht doch. So etwas, das reizt mich, doch das ist nicht nur allein. Ich fühle, ich möchte gerne ein Leben lang bei dir sein. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass ich dir was sag. Die berühmten drei Worte will man heute nicht sagen. Die berühmten drei Worte, die sind heute tabu. Doch ich bin da ganz anders, ich sag das, was ich denk. Die berühmten drei Worte mach ich dir zum Geschenk. Ja, die berühmten drei Worte mach ich dir zum Geschenk. Ich liebe dich. Die berühmten drei Worte. Andi, dies ist kein Liebesbrief von Marian Hollmann, aber er ist trotzdem ganz liebevoll und reizend. Und sie schreibt etwas sehr Schönes, das ich dir gerne vorlesen möchte. Sie schreibt, dazu eine spaßige Geschichte, also zu deiner Musik. Ja. Vor Jahren, als es noch Kassetten gab, hatten wir einen Wellensittich. Er hat nicht gesprochen. Aber sobald von Andy Borg Musik erklang, war er wie ein Irrer. Er lief auf seiner Stange hin und her und ich habe dann bei ihm gesessen und habe ihm das Lied vorgepfiffen. Er war immer restlos glücklich. Ich auch. Also die Marion war glücklich. Ja, ja. Ist das nicht ein tolles Gefühl, wenn man seine Fans so rundum glücklich machen kann, das menschliche ist, das wie tierische? Ist so viele Jahre her. Und jetzt begreife ich auch, warum eine Plattenfirma damals zu so einer CD Vogelfutter dazu gestellt hat. Das war übrigens nicht mein Vogel, der da zwitschert hat. Ja, super. Aber du warst wahrscheinlich auf Du und Du mit allen Wellensittichzüchtern. Ich war tierisch gut damals, ja. Und das Schöne ist,
Der Wellensittich, das war Peterle, ein Junge. Das heißt sogar geschlechtsübergreifend, ja, selbstverständlich, mögen die Wellensittiche dich. Ja. Und weißt du, um welchen Titel es ging? Die berühmten drei Worte? Nein. Peter, ich will nicht wissen, wie du heißt. Peterle mochte Adios, Amor. Guter Geschmack, der Vogel. Guter Geschmack, unsere Zuschauer. Adios, Amor. Andi, war das dein bislang größter Hit, kann ja, man das sagen? Ja, absolut. Sonst würde ich hier nicht heroben stehen. War es auch für dich eigentlich der Start deiner Karriere? Ja, ja. Es ist oft so bei Kolleginnen und Kollegen, dass die am Anfang eben den großen Hit haben und dann nichts mehr. Aber ich hatte eben den großen Hit und MDR. Ja, was will man mehr? Nein, nichts. Andi, bei uns hat es schöne Tradition, dass sich meine Gäste auch etwas wünschen dürfen. Nämlich ein Wiedersehen mit netten Kolleginnen und Kollegen, okay, aus dem Archiv. Das heißt, du hättest jetzt die Qual der Wahl. Ute Freudenberg? Ja, warum Ute Freudenberg eigentlich? Erstens einmal, weil sie eine fantastische Sängerin ist, eine ganz liebe Kollegin und weil ich mit ihr schon einige Schlachten geschlagen habe. Wir waren sehr, sehr oft gemeinsam auf Tournee und sie versteht sich auch sehr gut mit meiner Frau. Und wir hatten einmal, darf ich das erzählen mit alles? Der Tournee? Wir waren auf Tournee und auf einer, so einer Theaterbühne ist er davor immer so ein Soufflierkasten. Und während ich gesungen habe, standen die zwei in den Soufflierkasten unten und haben Grimassen geschnitten und ich musste ruhig bleiben. Ich erinnere mich, es war eine Weihnachtstournee und ich habe gesungen, es wird schon gleich dumper. Und da sollte man möglichst nicht lachen. Ja. Ute Freudenberg, du bist nicht der Einzige, der sich Musik von Ute Freudenberg gewünscht hat. Du bist in erlauchtem Kreise. Norbert Finhold aus Langgöns hat uns nämlich geschrieben und Claudia Mitrenger aus Schönebeck auch. Und darum gibt es jetzt Ute Freudenberg. Ein Tag wie jeder, aber doch ist es schön, so viel vom Leben zu spüren. Da spielen Kinder, die am großen Geschehen keinen Gedanken verlieren. Und kaum aus dem Haus streift mich ganz zärtlich ein Blick. Dieser Tag hat Charme und ich erkenne mein Glück. Oh, 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 ich mag das Leben, so wie es ist. Die Tage, die Nächte und was es verspricht. Ich mag das Leben, so wie es ist. Es hat mir noch so viel zu geben und ich nehme es mir.
Aus dem Schlagermagazin vom Juni 1997. Ute Freudenberg, Ich mag das Leben. Hast du mit Ute eigentlich mal ein Duett gesungen? Nicht, solange sie einen Strohhut getragen hat. Doch, auf der Tour haben wir viele gemeinsame Duette gesungen. Aber wenn man der zweitbeste Sänger im Duett ist, dann macht man das nicht so gern. Stell dein Licht nicht für unter den Scheffel. Na, die hat schon eine coole Stimme. Ja. 1994, da wollte man dich, oder da hat man dich auch verkuppelt mit einer ganz jungen Sängerin. Ihr solltet zusammengehen. Zusammengehen, der Titel hieß auch noch so. Ja, ich war aber damals schon liiert und so haben wir nur gemeinsam gesungen. Ein ganz junges Mädchen aus Tirol, eine ganz liebe Familie, Petra Frey. Mhm. Und wirklich auch eine sehr gute Stimme. Und sie hat sich weiterentwickelt, singt richtig super und hat in Österreich dieses Tanzformat da gewonnen. Dancing Stars. Ja, genau. Und seitdem wirklich große Kollegin. Wir schauen uns das nochmal an. 1994, es ist lange her, aber immer noch wunderschön. Zusammen gehen. Wir alle hier sind auf der Welt, Fremde auf Zeit. Und die Stunde des Glücks sind gelegt. Es scheint der Weg von Mensch zu Mensch oft unendlich weit. Wenn die Engel der Dunkelheit fliehen. Jeder hier bleibt immer allein, der Gefühle nicht wagt. Doch ich glaub irgendwann, da denkt jeder daran, was sein Herz ihm sagt. Zusammen gehen, zusammen stehen, sich wieder in die Augen sehen. Von Land zu Land, von dir zu mir, wir alle. Andy Borg und Petra Frey aus dem Jahr 1994 aus der Sendung Stop and Go zusammengehen. Andy, gut 10 Jahre später, da hat man dich hier im MDR als Burgherrn erleben dürfen. Du meinst Andys Burgshow? Andys Burgshow. Ja, wie ist es dazu gekommen? Wolltest du immer mal ein Schloss haben? Nein, aber das war eine sehr gute Idee, also ein bisschen mit Musik und ein bisschen so auch ins Mittelalter springen, auch in die Kostüme, in die ich heute nicht mehr reinpassen würde. Auch damals habe ich nicht in die Ritterrüstung gepasst, deswegen haben sie mir nur so ein Samt so rausgehört, wie ein Schlafanzug. Alle paar Wochen hat man so einen Badezuber ins Freie gestellt. Das ist ein auseinandergeschnittenes Fassl. Da musste man beim Reinsteigen sehr vorsichtig sein wegen der Verletzungsgefahr. Das wäre für mich nichts. Ich könnte mir was. Du warst ja nicht nur auf so einer Zeitreise ins Mittelalter dann, sondern du bist ja auch mit Tieren in Kontakt gekommen. Ja, das sollte so eine Serie werden. Da hieß das dann Andys Tiershow. Und da bin ich in einen Schweinestall rein und der Regisseur hat nichts anderes zu tun, als zu sagen, geh du da mal rein, treib die Schweine raus. So ist besser. Wir alle kennen das alte Tierpflegersprichwort, trag den guten Anzug nie, gehst du rein zum Borstenvieh. So eine Schweinerei da.
Zum Glück bist du ja wohlbehalten aus dem Schweinestall wieder rausgekommen, sonst wäre es das Ende mit Andy gewesen. Aber nein, es sollte vielmehr der Anfang mit Andy sein, denn von Anfang bis Andy, da gab es auch eine wunderbare Sendung. Ja, da sind wir durch die sächsische Schweiz gereist und von Anfang bis Ende war ich dabei. Also ich habe das quasi moderiert. Das macht Sinn, ja. Ja, unter anderem waren wir auch in Rathen auf dieser Open-Air-Bühne da. Da haben die gerade Winnetou gespielt. Und die haben da gekämpft und sind über die Felsen drüber gestolpert. Das ist mein Traum. Eine Hauptrolle und ein Theater. Für Sie als Zuschauer ist es vielleicht besser, wenn es ein Traum bleibt. Mir wird das hier zu gefährlich. Außerdem mag ich keine Bohnen. Und schon gar nicht, wenn sie aus Pistolen kommen. Ich ziehe mich in friedlichere Jagdgründe zurück. Also spektakulär. Oh, ich werde irre. Tolle Aufnahme. Ja. Hier im Elbsandstein und so, da war ja auch dein Kollege Oliver Thomas mit dabei. Ja. Den magst du sehr. Ja. Vor allen Dingen seine Gegenwart, schätzt du, weil er ist 1,90, also noch ein Stück größer als ich. Wir haben uns selten gesehen, also ich sehe immer seine Gürtelschnalle, weil der so groß ist. Es ist ein Bild für Götter, wenn wir nebeneinander vorne auf der Bühne stehen. Weil die Leute glauben ja nicht, dass wir wirklich so ein Unterschied sind. Also es liegt nicht an mir, muss ich dazu sagen. Also nicht, dass der ist wirklich so riesengroß, aber singt schön. Er singt ganz wunderbar. Ja. Und das können wir uns jetzt gemeinsam anhören und anschauen, nämlich aus deiner Sendung von Anfang bis Andy. Da gibt es eine Szene, wo Oliver Thomas auf der Bastei-Aussicht steht und singt. Genau. Und das sind inzwischen wirklich historische Aufnahmen. Denn Sie werden es wissen, die Bastei-Aussicht ist gesperrt. Für immer. Sie droht abzubrechen, wenn man sie betritt. Genießen Sie diese Bilder. Morgen, das ist ganz weit fort. Heute, das sind wir. Liebe hat das letzte Wort. Komm ganz nah zu mir. Ich sehe im Kerzenlicht in deinen Augen kleine Sterne stehen. Und den Weg heute Nacht werden wir gemeinsam gehen. Komm und sag mir dann, was du siehst. Oh Baby, küss mich, vermiss mich, vergiss dich bei mir für immer. Lass dich nicht verwirren, Liebe ist auch ein Spiel. Lass dich nicht beirren, glaub an dein Gefühl. Du schaust mich so zärtlich an und ich denke mir, ich hab schon mein Leben lang Sehnsucht nur nach dir. Hab dich noch nicht gekannt und doch gespürt, es gibt dich irgendwo. Du, ich lieb dich so, Baby, du, ich lieb dich so. Komm und berühr mich, verführ mich, verlier dich an mich für immer. Trau mir und schau mir ins Herz und sag mir dann, was du siehst. Oh Baby, küss mich, vermiss mich, vergiss dich bei mir für immer. Lass dich nicht verwirren, Liebe ist auch. Berühren, verführen. Nach dem Titel, da darf ich auch mal nach deiner Frau fragen. Ja, es geht dir gut. Schöne Grüße. Das ist schön. Ihr seid seit 1992 zusammen. Ja. Und euch, ich weiß nicht, wie sagt man, euch trennen, euch verbinden, 10 Lebensjahre Unterschied. Ja, meine Frau ist Gott sei Dank jünger. Übrigens, weil du es 92 gesagt hast, seit 1992 sind wir keine Nacht getrennt. Und wir schreiben das Jahr 2017.
Wer hat das festgelegt von euch beiden? Ich muss Sie mal fragen, wie lange das noch läuft. Nein, wir betreiben jetzt da keinen Sport damit, sondern das ist, in einem Interview hat man uns die Frage gestellt, ob wir denn wirklich jeden Tag zusammen verbringen. Und dann haben wir nachgerechnet und tatsächlich sind wir so, wir leben zusammen, wir sind beruflich gemeinsam unterwegs. Wenn Sie mich schon hierher vermittelt als Agentur, dann muss ich auch mitfahren. Wir fahren aber ja noch weiter manchmal. Aber das ist eigentlich auch ein schönes Privileg, oder? Dass man das ist super. Beruf und wir Privat ständig zusammen ist. Ja, ja, ja. Man sieht euch beiden zusammen ganz selten im Fernsehen. Sie aber mag das nicht so. Dem MDR ist es trotzdem einmal gelungen, nämlich für die Sendung Hit auf Hit in den Schweizer Alpen. In Arosa, ja, genau. Das war schön, da durfte ich sie fotografieren und ich habe zu ihr gesagt, wenn du das machst, fahre ich mit dir in die Sonne auf eine Insel. Weil da war es wirklich saukalt, wenn man das sagen darf. Und wir haben lange gewartet, weil sich der Regisseur eingebildet hatte, dieser Arosa-Express, der da durch die Alpen fährt, das wäre schön, wenn der Sänger und der Zug gleichzeitig im Bild wären. Der fährt einmal die Woche, oder was? Der fährt einmal die Woche. Und so haben wir da 3 Nächte kampiert bei 10 Grad minus. Ich habe abgenommen wie nie, ein bisschen schlimmer mit Dschungelcamp und so. Und dann mit der roten Nase. Und der kam dann tatsächlich, wunderschöne Bilder. Und ich habe meine Frau fotografiert und so. Schönes Erlebnis. An dem wir jetzt gemeinsam teilhaben dürfen. Zärtliche Augen. Einsam sitz ich hier in meinem Stammcafé. Um mich rum nur Zweisamkeit und Glück. Tief in mir ruft Sehnsucht leise. Schickt mein Herz auf Winterreise, da streift mich ein liebevoller Blick. Zärtliche Augen schauen herüber, träumen erlaubt. Zärtliche Augen, Sehnsucht schenkt Flügel, träumen erlaubt. Mir gegenüber sitzt meine Traumfrau, wo alles für uns zwei begann. Und ich spür, wie ich mich sehne, immer nur nach deiner Nähe. Und dann stehst du endlich in der Tür. Zärtliche Augen schauen herüber. Zärtliche Augen, Andy Borg macht zärtliche Augen für die Gattin. Du kannst auch fotografieren, auch das. Andy, neben dieser Perle haben wir noch eine weitere gefunden bei uns im Fernseharchiv. Und zwar sieht und hört man dich da live singen und live Klavier spielen. Du sitzt am Flügel. Langer Samstag. Ja. 2006. Super. Also jetzt noch ein Riesenkompliment an die Redaktion vom MDR, die sich das getraut haben, mit mir das zu machen. Alles live. Auch ich war mit Band live da und Chor und ich durfte Gitarre spielen. Ich kann aber nicht gut Gitarre spielen. Und auf dem Flügel, Mandy, glaube ich, habe ich damals gespielt. Und so, ja, schöne Geschichte. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass du auch Klavierspieler bist. Ich auch nicht. Es gibt so Klaviere, da ist so eine Rolle drin. Und nein. Hast du Unterricht genommen dafür? Wenn ich lange übe. Ich habe Akkordeon gelernt. Da war ich 7 Jahre alt.
Also lange her. Ja, aber das ist doch irgendwie ganz was anderes als... Aber das, man lernt auch Klavier dazu, und wegen Noten und so, das sind ja ähnlich. Aber du hast ja noch Pedale, Bremse, Gas, Kupplung. Nein, das verwechselst du jetzt mit einer Kirchenorgel, da spielt du... Bum, 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 bum. Nein, aber du hast recht. Aber bei dem Akkordeonunterricht, ich hatte einen Professor ganz in der Nähe von dort, wo wir gewohnt haben, in Wien. Mhm. Und ich war dann da circa ein Jahr lang und dann ist er verstorben. Und dann hat meine Eltern haben mir noch einen Professor organisiert, der war ein bisschen weiter weg von uns, da musste ich mit der Straßenbahn fahren. Auch schon in die Jahre gekommen und auch nach circa einem Jahr dann leider von uns gegangen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich kann das nicht verantworten und habe dann aufgehört mit Akkordeonunterricht. Naja, aber zumindest konntest du so viel, dass du damit im Fernsehen auftreten kannst. Ja, das muss ja nicht viel sein heutzutage. Das reicht. Nein, aber es war live. Das ist ja das Schöne. Diese Möglichkeit hat mir MDR gegeben, einmal zu zeigen, dass ich bin nicht perfekt, ich bin kein Pionierer oder wie heißen die? Pianeur. Pianist, Pianeur. Aber eben zum Unterhalten und zum Freudebringen, das war schon toll. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam noch an, aber vorher sage ich vielen Dank, dass du da warst. Nichts zu danken, sehr gerne. Großen Spaß gemacht. Danke für den Kirschsaft. Gerne, zum Wohl. Zum Wohl. Hier ist Andy mit Mandy. People pass my way, looking to the right.